der Frankfurter vom SC Vorwärts. So, und jetzt läuft er. Sparwasser, Schwarzenbeck. Meier im 53. Länderspiel. Lohe. Erste Möglichkeit, dritte Minute. Abseits gezeigt. Morgen für viel Laufarbeit und die Unterstützung aus der zweiten Reihe von Kreische und Irmscher vor allen Dingen muss kommen in der BRD-Auswahl. Kreische. Weise, Müller. Ecke. Hoffmann hilft sehr viel hinten mit aus. Müller. Geschickt gemacht. Hatte der Rückpass, hätte sich angeboten. Er sucht die Tiefe der Räume. Kiesche wieder, der Rechtsverteidiger, war angeschrieben. Ja, das sind die Aktionen. Abseits war das. Danken, dass sie ihn und auch die anderen Blessierten wie Weise, wie Sparwasser und so weiter Kiesche wieder gut hingekriegt haben. Sehr gut. Mit der Stellung zum Fang sicher. Ein echter Strafraumtorwart. Gut gerettet von Lau. Lauk, Eckball, Eckenausgleich, 2:2, Tore, Breitner. Breitner. Kein Pfiff. Sehr gut, Jürgen Kreu, sehr gut. Hoffentlich ohne Folgen. Ja, Irmscher. Irmscher, der im Mittelfeld sehr fleißig. Irmscher. Lauf, Kreische, ist das die Riesenmöglichkeit. Es war nie abseits, nämlich weil Beckenbauer noch auf der Torlinie stand. 2-3 Meter neben dem rechten Torpfosten. Eine Riesenmöglichkeit für Hans-Jürgen Kreische. Die Wiederholung, Achtung. Schauen Sie, da ist Beck. Dabowski, Müller. Aufopferung. Gut, Jürgen Treu. Ah, wieder faul. Kullmann. Länderspiel. Nö. Nach den Hoffmann. Nein, nein, nein. Dingen achtet auch auf Breitner, wenn der vorstellt. Ja, das war freilich ein Foul von Bernd Breitner.
Orange ist jetzt wieder mit vorn, Wetzlich. Das gibt noch eine Ecke. Ecke. Müller. Ja! Ja, Reinhard Lauck. Ja! Au! Wei, oh wei, oh wei. Zentimeter fehlt. Reitner. Ja, die offizielle Spielzeit der ersten Halbzeit. Ah, er wurde bedrängt, von Flo gerempelt. Aber jetzt ist Halbzeit. Ja, dann kann ich jetzt meinen Satz vollenden und diese Frage stellen. Na, was meinen Sie? Jetzt. Müller. Weiser. Eckball. Reitner. Müller. Branch. Oho! Sparwasser. Grabowskis Möglichkeit. Auch Irmscher. Irmscher! Reitner. Absturz. Dr. Zipfel links. Overrad. Kopf, wie weit? Im Bild Kopio. Na, das war geschubst. Freistoß für Wetzel. Vorsicht. Zwei Mann ungedeckt. Ja, aber wenn ich mir diesen Hinweis erlauben darf, von zu Hause Libero ist. Libero beim FC Vorwärts Frankfurt an der Oben. Gut, Hamann und Brandt, jetzt lauf. 16 Minuten. Lauke. Soweit bei Hoeneß. Treu. Ohne Fehl und Tadel bis hierher. Hoffen. Paul außerhalb des Strafraums. Gefährlich. Ecke. In der Hanseate. Oh, der spielt wie ein Wikinger. Gefault von Beckenbauer. Liegt noch im Strafraum. Sparwasser. Sparwasser. Und Tor. Jürgen Sparwasser aus Magdeburg. Hier schauen Sie unsere Touristen und unsere Spieler. Die Wiederholung. Noch einmal Achtung, liebe Zuschauer. Eine glänzende Aktion des Magdeburger. Schauen Sie, wie er Überblick behält. Noch an dem vorbei. Und jetzt. Raus, Jürgen. Gut. Netzer. Nicht das Außendecken vernachlässigen.
Beim Powerplay kann die Deckung nur über die Außen aufgerissen werden. Und jetzt Lauk! Vor Abstoß. Müller. Hoeneß. Franz. Die gelbe Karte bekam. Hüttges hätte sie verdient, aber der stand jetzt nicht dort, wo Barreto die Karte zeigte. Noch 2 Minuten. Kurfjuweil. Erich Hamann. Alles in der Hälfte der DDR-Mannschaft. Lauk. Es gibt einen Freistoß. 100. Hoffentlich steht die Deckung sicher. Hoeneß. Kreuz. Glanzleistung. Holla Jürgen Kreu. Die 91. Minute. Tote läuft. Mir scheint dieses etwas viel Nachspielzeit. Schlussphase. Aber jetzt müsste der Schlusspfiff kommen, Herr Barreto. Jetzt ist das Spiel aus, das war's, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde. 1:0 gewinnt die DDR-Fußballnationalmannschaft in Hamburg über die Auswahl der BRD. Torschütze Sparwasser in der 78. Minute.